Herzlich willkommen bei unserer Slow Food Deutschland Online-Veranstaltung. Wir freuen uns, die kommende Zeit mit Ihnen zu verbringen. Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich für ein sozial und ökologisch verantwortungsvolles Lebensmittelsystem einsetzt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Acker bis auf den Teller. Sie wollen über die aktuellsten Veranstaltungen von Slow Food Deutschland informiert bleiben und die Arbeit von Slow Food Deutschland unterstützen? Dann werden Sie Mitglied im großen internationalen Slow Food Netzwerk. Der monatliche Mitgliederbrief, Einladungen zu Veranstaltungen und das Slow Food Magazin, das 6-mal im Jahr erscheint, halten Sie dann bestens informiert. Durch Ihren Mitgliedsbeitrag ermöglichen Sie dem Verein, Projekte und Bildungsarbeit auszubauen und unabhängig zu bleiben. Außerdem helfen Sie uns, politisch noch stärker die Stimme für die Gestaltung der Ernährungswende zu erheben. Als Mitglied können Sie selbst entscheiden, ob und wie Sie sich aktiv im Verein bei diversen Aktivitäten, Initiativen und Themen einbringen möchten. Ganz nach Belieben und Ihren zeitlichen Möglichkeiten. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Spaß bei der heutigen Veranstaltung. Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Slow Food Bewegung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Online-Verkostung mit Diskussion mit dem Titel Wie Pfeffer gute, saubere und faire Würze bringt. Ich bin Elia Casella. Ich koordiniere verschiedene Bildungsprojekte bei Slow Food Deutschland und darf gerade Andrea Lenkert-Hörmann in der Organisation dieser Online-Veranstaltungsreihe unterstützen. Diese Veranstaltung ist die vierte in diesem Jahr in einer Reihe von Online-Events, die im Rahmen des Projektes Edible Connections Radio stattgefunden haben. Bei Edible Connections Radio stellen Schülerinnen aus Deutschland in einer Audio-Podcast-Reihe Ernährungsheldinnen aus dem globalen Süden vor, die sich im Rahmen unterschiedlicher Projekte für ein zukunftsfähiges Lebensmittelsystem engagieren. Ganz ähnlich, wie wir das heute Abend auch machen werden. Zu dieser Veranstaltungsreihe werden Initiativen vorgestellt, die ihre Erzeugnisse auf faire, umwelt- sowie klimafreundliche Weise produzieren. Unser Fokus einer Veranstaltung ist jeweils ein Lebensmittel, das im globalen Süden angebaut wird und in Deutschland verkauft und konsumiert wird. Wie in dieser Veranstaltung zum Beispiel den Pfeffer. Wir haben aber auch bereits 3 Online-Veranstaltungen hinter uns, und zwar zu den Themen Tee, Schokolade und Datteln. Und die nächste wird die Abschlussveranstaltung von Projekt Edible Connections Radio sein, zu dem Thema Kerne und Nüsse, genau in einer Woche Zeit. Und warum haben wir uns für den Pfeffer entschieden? Der Pfeffer findet man in fast jeder Küche der Welt. Es gehört einfach dazu. Und Pfeffer ist zu finden in jeder Küche, auf jedem Tisch im Restaurant, in jeder Vorratskammer. Viele Kolleginnen aus der Gastro und auch zu Hause, die versuchen, so regional wie möglich sie zu ernähren, kommen an den Punkt, wo das Leben ohne den Pfeffer einfach schwierig ist. Aber wie gelangt die scharf schmeckende Frucht in unsere Mühlen und wie groß ist ihre Vielfalt? Wir haben diese Woche noch mit Herr Bühler in Vorbereitung für diese Veranstaltung gesprochen und er hat etwas gesagt, dass es zu diesem Gespräch ganz, ganz wichtig ist. Pfeffer ist nicht gleich den Pfeffer, sondern die vielfältige Pfeffer, grün, schwarz, rot. Die werden Sie heute entdecken. Den Pfeffer wird aus dem tropischen Kletterpflanze Piper nigrum gewonnen, deren Heimat und Ursprung in Südindien liegt. Und dorthin werden wir gleich virtuell auch reisen. Die weltweit hohe Nachfrage und damit verbundene Produktion, insbesondere für große Lebensmittelketten, wirkt sich zumeist leider negativ auf die Arbeitsbedingungen der Menschen sowie auf die Umwelt aus. Preisschwankungen auf den globalen Markt führen zudem zu Instabilität in Produktion und Angebot, und von diesen Auswirkungen sind Kleinproduzentinnen, Kleinstbauern am stärksten betroffen. Allerdings, so wie immer bei Slow Food ist, wissen wir, dass es auch anders geht. Und deshalb
möchten wir Sie heute Abend auch gute und inspirierende Beispiele vorstellen von gut, sauber und fairer Pfeffer. Dafür haben wir heute mit uns drei spannende Mitdiskutierende, die uns über diesen guten Pfeffer erzählen werden. Wir dürfen heute begrüßen Rudolf Bühler, Präsident von Ecolan, Gründer und Vorsitzender der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall, Sebastian Eller-Punkel, Koordinator der Erzeugerinnen im Tigerreservat in Kerala und Ayurveda-Meister, und Max Koschinski, gastronomischer Leiter der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall und auch Slow Food Koch in der Slow Food Chef Alliance. Aber bevor wir direkt in die Gespräche einsteigen, möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die Veranstaltung auf Zoom simultan übersetzt wird und auf YouTube die Untertitel nachher hinzugefügt werden. Die Veranstaltung haben wir so strukturiert, dass wir erstmal uns die drei Inputs anhören werden von unseren drei Rednerinnen, die heute Abend anwesend sind. Sie können jederzeit Fragen im Chat stellen, die wir sammeln werden und nach jedem Beitrag einspielen werden. Anschließend werden wir mit alle drei nochmal eine kurze Diskussion, ein kleines Gespräch führen. Und dann danach wird uns Max Koschinski in die Verkostung anleiten und begleiten. Für die Verkostung halten Sie Ihre Päckchen parat. Die sind sehr liebevoll eingepackt. Es ist wirklich ein Vergnügen, Sie zu sehen. Und ja, uns ist bewusst, dass einige von Ihnen die Verkostungspäckchen noch nicht bekommen haben. Das tut uns sehr, sehr leid. Die Pakete sind von unserem Partner Ecolans Herbs and Spices verschickt worden am Anfang der Woche, aber leider führen die Personalprobleme bei der Post zusammen mit den höheren Paketmengen in der Vorweihnachtszeit schon an manchen Orten und Regionen zu verzögerter Zustellung. Ich habe heute Morgen gelesen, es wären in dieser Zeit über 430 Millionen Paketen versendet, deshalb ja, also einige Dinge sind nicht in unsere Händen. Also sollte das der Fall bei Ihnen sein, tut uns sehr leid. Sie können aber die Veranstaltung zu einem beliebigen Zeitpunkt später anschauen und nachverkosten. Wir zeichnen die Veranstaltung auf und sie steht anschließend bei YouTube zur Verfügung. Wir werden gleich dann mit der Veranstaltung starten und gleich fällt uns unsere nächste oder unsere erste Rednerin leider, unsere Vorsitzende Dr. Nina Wolf, hätte sie gern begrüßen möchten. Leider wird sie das nicht machen können. Sie war auf dem Weg mit der Deutschen Bahn für eine Veranstaltung zum Terra Madre-Tag morgen am Bodensee. Und so wie es manchmal auch ist, hat die Bahn Verspätung und obwohl sie ein bisschen früher gefahren ist, kann sie leider nicht rechtzeitig dabei sein. Daher, Sie bitte um Entschuldigung, aber richtet ganz schöne Grüße an uns alle aus, aber ganz besonders natürlich an unsere Gäste heute Abend und wünscht uns eine pfeffige und schönen Abend. Das heißt, wir werden dann mit unseren Gästen gleich ohne weitere Verzögerung starten. Ich begrüße jetzt auch Herr Bühler ganz kurz. Ich muss hier nochmal, ich muss ein bisschen multitasken. Ja. Herr Bühler, Sie sind Präsident von Ecoland e.V., Gründer und Vorsitzender der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall, Gründungsstifter und Vorstand der Stiftung Haus der Bauer, ein Visionär und ein Macher. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich habe Sie mehrmals als Gastgeber der Slow Food Youth Academy schon mal erlebt und auch Ihre inspirierenden Beiträge gehört. Und nach ein paar Jahren, so inzwischen, ich glaube, sind es 6 Jahre gewesen, habe ich das Gefühl, dass mit der Bezeichnung, mit der Sie sich am besten fühlen, ist ich bin Bauer. Haben genau, wollte ich gerade sagen. Ja, das begeistert unsere Akademie-Teilnehmer immer und es ist ganz schön, dass Sie das sagen. In meinem Herzen und in der Seele bin ich Bauer. Ich bin als Bauer geboren. Aber es war dann schon mir wichtig, auch
nachdem ich dann meine Ausbildung absolviert hatte und auch ein bisschen studiert habe, Agraringenieur und Tropenlandwirtschaft und Agrarsoziologie war ich, dann wollte ich mal wissen, wie es hinter den Bergen aussieht und war dann in der Tat mal 6 Jahre als Entwicklungshelfer unterwegs. Und und das beschäftigt mich jetzt auch schon wieder 20 Jahre, die letzten 20 Jahre. Und bin ich schon dran? Sehr gut, also ich kann dann gleich einsteigen. Sagen Sie mal, wie sind Sie zu dem Thema Pfeffer gekommen? Was ist die Verbindung? Ich habe das hat auch mit der Erzeugung von hochqualitative Würstchen in der Wurstmannfabrik, die wir auch mal besucht haben. Wie sind Sie dann dazu gekommen? Genau, eigentlich, also ich sitze jetzt gerade in der Gewürzmanufaktur bei uns auf dem Hof. Das ist der Sonnenhof in Wolpertshausen in Süddeutschland. Und hinter mir sehen wir die indische Kunst, nicht? Das ist also die Mural Art, die mal eine ganze Serie von meinen indischen Freunden geschenkt bekommen habe. Ja, zum Pfeffer. Gut, also für mich ist der Pfeffer auch ein Medium, wie man Wertschöpfung transferieren kann von unseren Industrieländern in den globalen Süden. Pfeffer war schon immer eine ganz wichtige Cash Crop. Die Gewürzbauern haben früher schon mit den arabischen Händlern den Pfeffer nach Europa gebracht und ist ja mit Gold aufgewogen worden zu Beginn. Nun ja, mit der Entdeckung des Seewegs durch Vasco da Gama, der dann 1492 und dann 1498 in Kerala war, an der Pfefferküste in Malabar, ist der Pfeffer sozusagen, hat er sich verbreitet. Malabar ist der Ursprung aller Pfefferarten und Pfeffersorten. Es ist so, und von da aus ging der Pfeffer dann nach Südamerika, nach Asien, nach Afrika und so weiter. Ja, wie kam ich zum Pfeffer? Durch meine Entwicklungshilfearbeit bin ich im Jahr 2001 erstmals in Kerala gewesen und meine Aufgabe war dort in diesem Gebiet, in einem Sanctuary in den Gewürzbergen Südindiens zu schauen, wie man diesen Ureinwohnern, die dort leben, zu einem ordentlichen Auskommen, Einkommen, zu ordentlichen Lebensverhältnissen verhelfen kann. Das war eigentlich der Ursprung. Bin da hingereist und siehe da, toller Pfeffer, unglaublich. Also in dem Urwald wachsen halt auch die besten Sorten auch. Nun habe ich mich mit den Kollegen, den dortigen Landwirten zusammengesessen und habe ein bisschen miteinander geredet. Und dann habe ich gesagt, man müsste doch eigentlich euren Pfeffer biozertifizieren lassen. Nicht? Und dann habt ihr einen guten Preis, den lässt sich dann gut vermarkten. Sie haben schon genannt, from field to fork, also ohne Zwischenhändler, nach Deutschland exportieren und so weiter. Ja, da haben sie zunächst große Augen gemacht, haben sie gesagt, und wer kauft uns dann den Pfeffer ab? In ihrer Landessprache, ich hatte ja immer den Kollegen Sebastian mit mir, den Sie gleich kennenlernen, der dann übersetzt von Malayalam ins Englische. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Dann habe ich gesagt, dann gründe ich halt eine Gewürzfirma, nicht? Das war die Gründungsidee von Ecoland Herbs and Spices. Die habe ich eigentlich genau zu dem Zweck gegründet. Und fortan sind wir in Partnerschaft mit diesen indigenen Völkern und
Bauern in Kerala, nicht auch anderswo auf der Welt, in Afrika, in verschiedenen Plätzen, gerade in Westafrika, in Ostafrika. Ja, hier sehen wir, hier ist es genau, das ist eine Urwaldlichtung in Manchevel im Tigerreservat, wo dann der Pfeffer auch in Reihe angepflanzt wird. Man sieht ihn hier an Stützpflanzen. Und ansonsten ist er verbreitet im Urwald, Wild Collection, also. Aber hier, wie gesagt, es ist die Urwaldlichtung in diesem Sanctuary, in diesem Schutzgebiet, wo eben auch noch, wir sehen es vielleicht nachher, tigerfrei leben, nicht? Es gibt dort 42 Tiger, die wurden gezählt. Es gibt eine große Anzahl wilde Elefanten. Und ja, es ist ein wunderschönes Gebiet mit einem Urwald, wie gesagt. Ja, das ist jetzt nicht in Indien, das ist jetzt Paprika aus der Vojvodina. Da arbeiten wir auch. Aber ich denke, wir im Zentrum ist heute schon der Pfeffer. Genau, hier sind wir wieder in Lake Perrier Sanctuary. Also folgendes, Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer. Haben wir vorhin schon gehört. Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer, weil zunächst mal haben wir ja schwarzen Pfeffer, weißen Pfeffer, grünen Pfeffer, roten Pfeffer. Das ist aber zunächst mal alles von derselben Pflanze, weil Pfeffer wird in der Regel grün, im grünen Stadium gepflückt. Und wenn man ihn dann trocknet, dann wird er schwarz, nicht? Also der wächst nicht auf dem Baum schwarz, also in der Pfeffer, in dieser efeuartigen Rankenpflanze, die hier an Coral Trees, also an Korallenbäumen, hochwächst, hier in dieser Pflanzung. Er wird grün geerntet, nach einer Woche ist er schwarz. Und weißer Pfeffer ist dann so, dass man die Hülle, also die Haut, dass man ihn einweicht in Wasser 2-3 Tage, die Haut löst sich und dann hat man weißen Pfeffer, nicht? Und roter Pfeffer, das ist, wenn die Pfefferbeere ganz bis zur Vollreife an der Pflanze gelassen wird, dann wird er rötlich, also rot, ja. Nur das Problem ist, dass dann vorher die Vögel abernten, nicht? Und also roten Pfeffer kann man praktisch nur ernten, wenn man dann ein Netz rummacht um diese Pfefferpflanze, ja. Gut, hier sehen wir, ja, das ist ein Pfeffer in Sansibar, nicht? Das ist ein Landwirt in Sansibar. Wir sehen gerade eine Traube. Pepper Wine sagt man, das ist so eine Traube, so muss man sich vorstellen, so werden sie gepflückt und dann von der Traube weggerebelt. Ja, ich komme zurück zu den Arten und Sorten. Wir haben leider das Problem, dass die indische Regierung, aber auch in sonstigen Ländern der Welt, Vietnam, in Brasilien werden fast nur noch Hybriden angebaut. Und das ist ein großes Problem. Wir arbeiten daran, dass wir mit alten Sorten unseren Bauern zur Verfügung stellen. Und Terramunda, Devamunda, dann Vianadian. Also es gibt viele alte Sorten, eine große Vielfalt. Und diese alten Sorten, die unterscheiden sich sehr deutlich von den Hybridsorten, die eben leider Gottes von der Regierung, von den Stationen ausgegeben werden. Vor allem im Ölgehalt, sprich im Geschmack. Also diese Hybridsorten, die sind dann sehr, sehr großbeerig, haben aber nur 2% ätherisches Öl. Die alten Sorten sind ein bisschen kleinere Beeren, aber haben bis zu 4-5% ätherisches Öl. Und jetzt mein Schlusssatz. Ich habe dann gemeinsam mit den örtlichen, mit einem botanischen Garten eine Arche des Pfeffers angelegt. Wir haben alte Pfeffersorten eingesammelt.
mit den dortigen Bauern und siehe da, wir haben 74 alte Sorten einsammeln können, die alle eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Also die einen mehr Geschmack, die anderen Resistenzen gegen Pilzkrankheiten, andere mit medizinischem Value. Also es ist eine unglaubliche breite Biodiversität noch vorhanden. Also wir haben sie eingesammelt, dass sie erhalten bleibt. Und ja, deshalb Pfeffer nicht gleich Pfeffer, sondern eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen und Herkünften, eine große Tradition. Ja, hier sehen wir einen Ureinwohner beim Pflücken am Baum, einer Bambusleiter, die er hier an den Coral Tree gelehnt hat, und pflückt er die Pfeffertrauben und tut sie in dieses rote Tuch rein, in dieses, und dann werden sie getrocknet, in der Sonne getrocknet. Es gibt aber auch grünen Pfeffer, wie man schon, muss ich noch sagen, grünen Pfeffer in Lake. Also hier sehen wir, das ist ein vollreifer Pfeffer, der mit den roten Beeren, nicht? Und links davon, das ist eine ganz prachtvolle Pepperwein, eine Pfeffertraube, ganz, also ist unglaublich, die ist extrem groß jetzt, eine Pracht, eine tolle Ernte. Ja, und also Pep, es gibt dann auch, dass man den grünen Pfeffer einlegt in Lake, also so wie man auch, das ist im Päckchen auch dabei, so ein Gläschen mit Lake, ich zeige es hier, das ist also Pfeffer eingelegt, wie man auch Gurken einlegt oder Kraut. Das heißt, in eine Salzlake mit 14% Salz und etwas Essig. Wir nehmen dann einen Kokosessig, Kokosnussessig. Und das ist eine ganz tolle Spezialität für Soßen. Also was Besonderes, Pfeffer in, grüner Pfeffer in Lake. Für die Gourmets, wir sind ja hier jetzt bei Slow Food Chef allein so unterwegs, für die Gourmet sozusagen, Pfeffer in Lake. Ja, auch hier wieder mit zu sehen, mit Bambusleitern. Und einmal im Jahr wird der Pfeffer geerntet. Das ist in Indien von Dezember bis Februar. Und in diesem Projekt, das ist eine Genossenschaft, die wir da gemeinsam gegründet haben, haben die Bauern eine garantierte Abnahme und garantierte Preise. Das ist sehr, sehr wichtig, weil bevor wir dorthin kamen, wurden sie oft betrogen. Nicht? Da kamen die Händler, haben eine Anzahlung gemacht und haben dann den Pfeffer abgeholt und sind verschwunden, nicht? Das ist dann also wirklich, und diese Tribals haben ja auch keine Möglichkeit, dann irgendwo gerichtlich vorzugehen. Sie wurden einfach immer wieder betrogen. Und aber jetzt sind wir auf gutem Wege, schon die letzten 18, 19 Jahre. Jetzt kam gerade eine Frage, soll ich die beantworten? Ja, also vielen Dank erstmal. Entschuldigung, wir werden die Fragen auch einspielen. Ich wollte eigentlich mal nur kurz zurückgehen zu den Arche des Pfeffers. Sie haben gesagt, 74 Sorten, Arte-Sorten, also dann können wir, das ist gleich der Beispiel, ne? Also Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer. Also das heißt, Sie haben nicht nur dein schwäbisch-hellisches Schwein gerettet, sondern auch die Urwaldpfeffer auch gerettet. Wie ist es das für die Einwohner da? Haben sie das immer gemacht und machen sie dank dieser dass sie das abkaufen weiter? Oder sind sie zurück in den Pfefferproduktion gegangen, seitdem sie das Projekt gestartet haben? Hanian, dieses Projekt ist selber gestartet 2001, dieses in Südindien, in Kerala, in
in den Gewürzbergen und es hat sich entwickelt. Und ich meine, jedes Jahr sind es circa 15 Tonnen Pfeffer, die wir dort dieser Genossenschaft beziehen oder ja, die trocknen es und wird dann direkt am Gebiet, an diesem Schutzgebiet, in einen Container reingeschoben, verschlossen, verblombt. Und der Container geht dann über Cochin, also über die Malabarküste, direkt nach Hamburg, kommt von Hamburg direkt hier auf den Sonnenhof in unsere Gewürzmanufaktur. Da ist also keine Hand dazwischen. Es ist reiner Biopfeffer in Demeter-Qualität auch. Seit 4 Jahren ist das Gebiet auch Demeter zertifiziert. Also es ist die höchstmögliche Qualität. Es ist auch der richtige Weg, weil das ist die einzige Chance von Kleinbauern, dass sie Top-Produkte erzeugen. Und mit diesem Pfeffer nennen wir ihn mal Cash Crop. Sie haben ja ihre Subsistenzlandwirtschaft durch Süßkartoffeln und so weiter, den Kakao, den Kaffee, die Papayas und also sie haben ihre Eigenversorgung. Die darf man nicht stören, die muss bleiben. Aber die Gewürze und insbesondere der Pfeffer, das ist die Cash Crop. Und damit können Sie ein eigenes Einkommen, gutes Einkommen erzielen mit Ihrer eigenen Hände Arbeit, mit Ihren natürlichen Ressourcen. Dann brauchen Sie keine Almosen oder Spenden, sondern Sie können mit Ihrer eigenen Hände Arbeit ein ordentliches Einkommen erwirtschaften auf diesem direkten Weg eben bis hierher mit einem garantierten Einkommen. Und siehe da, Sie sind jetzt auch in der Lage, dass Sie sich eigene Häuser gebaut haben. Dort im Urwald, das ist richtig hübsch, sieht es aus, leuchtet weithin. Und vorher haben Sie in Bambushütten gelebt und waren eben entsprechend, die Lebenserwartung war damals gerade mal bei 32 Jahren die durchschnittliche Lebenserwartung. Also man kann sich denken, wie schwierig die Lebensverhältnisse dort sind oder waren. Also in dem Gebiet, wo wir jetzt unterwegs sind, denn ich glaube, dem geht es ganz gut. Das kann ja auch der Sebastian nachher erzählen, der die Bauern direkt betreut als Ansprechpartner. Der lebt dort und ist ihr Ansprechpartner das Jahr über. Wir werden gleich mit Sebastian auch ins Gespräch kommen. Ich möchte nur die Frage, die im Chat aufgetaucht ist, einmal nochmal vorlesen. Ist die Pfefferpflanze mehrjährig? Ja, genau. Die Pfefferpflanze ist mehrjährig, wenn man sie pflanzt. Sie wird also vegetativ vermehrt. Das heißt, so ein Stück aus diesem, aus der Pflanze, so ein 10 cm Stück wird in den Boden gesteckt. Und so im dritten Jahr gibt es Ertrag und ja, vielleicht 12 Jahre, nicht so in die Richtung. 6., 7., 8. Jahr ist die Haupternte und man kann sie schon so circa 12 Jahre lassen. Dann muss man neu pflanzen. Ja. Und am besten in Intermediate Cropping, das heißt, dass man zwischendrin auch, dass man auch Chilis rein in den Reihen hat oder Leguminosen anpflanzt. Also dass es keine Monocrop ist. Dabei weht der meiste Pfeffer, den unsere Bauern ernten, ist Wildsammlung, nicht? Und nur in den Urwaldlichtungen, da pflanzen sie dann auch gezielt in Reihen an. Mhm. Sehr gut, vielen Dank, Herr Bühler, für Ihren Input. Wir werden dann später nochmal ins Gespräch kommen mit Ihnen und auch mit den anderen Rednerinnen heute. Also wenn noch mehr Fragen kommen, einfach nochmal in den Chat stellen und dann werden wir die danach einspielen. Vielen Dank, wir machen weiter mit unserem Gast direkt aus Südindien. Aber jetzt gerade in Sonnenhof oder in der Gewürzmanufaktur in der Höhe Löhe. Guten Abend, Sebastian. Sebastian Ella Punkel ist heute auch mit uns
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du bist Ayurveda-Meister und Koordinator der Erzeugerinnen vor Ort auf dem Tiger-Reservat in Kerala. Und deshalb für dich auch die Frage ganz besonders nochmal, also wie bist du zu dem Thema Pfeffer gekommen? Wir haben auch diese Woche ein bisschen darüber gesprochen und wie ist diese Verbindung zu den Pfeffer und den Ayurveda-Meisterschaft? Was hat damit zu tun? To be honest and frankly, also ganz offen gesagt, ich freue mich wirklich sehr, heute hier mit dabei sein zu dürfen, auch bei dieser Mission. Es ist ein soziales Projekt, denn es ist ja ein großes Engagement, eine Hingabe an die Natur, an die Landwirte und auch für die Gesundheit der ganzen Welt. Das ist wirklich, das war so dieser ausschlaggebende Punkt für mich. Das war dieser Wunsch in mir. Ich bin in Bodup geboren. Das Klima dort eignet sich eben sehr für alle Arten von Gewürzen, insbesondere Ingwer, auch Pfeffer, Muskatnuss und so weiter. Also das alles wächst wirklich sehr, sehr gut in dem Dorf, wo ich geboren bin. Ich bin eben sehr an dieses soziale Projekt gebunden in diesem Gebiet. Und ich bin auch verbunden mit dieser Gemeinschaft, mit dieser indogenen Bevölkerung dort. Mein Vater war ein Landwirt. Und ja, das wurde dann so weitergegeben. So habe ich eben gelernt, wie das alles wächst, Pfeffer und so weiter. Also ich bin darin aufgewachsen. Also das Dorf von Tribals, das wirklich ganz tief im Urwald sich befindet, das liegt mir sehr nahe. Ich komme dort von dort. Also das ist eine wunderbare Landschaft und diese Menschen dort sind wirklich sehr privilegiert, dort leben zu dürfen. Sie sind vollkommen geschützt von diesem dichten Urwald und auch von den Wildtieren dort. Ja, ich hoffe, man kann mich noch hören. Fragt Sebastian. Ja, also klar und deutlich können wir dich hören. Also wenn man sich dieses Bild anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, diese Umgebung dort zu verschmutzen, auch keine Luftverschmutzung. Denn das Gebiet dort befindet sich zu tief im Urwald. Die Menschen dort sind sehr, sehr gut. Glücklich, sie leben im Einklang mit der Umwelt, mit der Natur. Natürlich gibt es dann auch noch Tiere dort. Ich kann mich erinnern, als ich mit Herrn Bühler dort unterwegs war im Rahmen der sozialen Projekte, da gab es keine Pfade, keine Wege. Wir hatten wirklich große Schwierigkeiten, überhaupt irgendwo hinzukommen. Aber wir haben die Schönheit der Natur bewundert. Am Anfang, als wir das Projekt gestartet haben, waren wir sehr arm, also in materieller Hinsicht. Es war eine sehr schwierige Situation. Wir hatten mit sehr vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Es war schwierig, dieses Projekt voranzubringen. Aber was ist dann geschehen? Diese Personen, diese Mittelsmänner, die extern waren, die eben aus vielen Gründen diese Bevölkerung dort ausgenutzt haben,
Und diese Menschen dort waren, ja, sie waren nicht ignorant, sondern sie waren einfach zu gutgläubig, zu naiv in gewisser Hinsicht. Als ich dann mit Ralf Bühler dann dort gemeinsam unterwegs war, war uns diese Bedeutung des Projekts bewusst. Und wir wollten diese Menschen schützen vor all dieser Ausbeutung. Und zu meiner großen Überraschung war es dann so, dass diese Menschen eben sehr viel gereist waren, über 20 Jahre. Also ich konnte die Veränderungen dann wirklich direkt sehen. Also in kultureller, sozialer, wirtschaftlicher Hinsicht. Zu Beginn waren dort diese Behausungen sehr einfach, sehr ärmlich. Und auch die klimatischen Bedingungen waren dann oft ein Problem für diese Behausungen. Die waren einfach nicht solide genug. Als wir dann dieses Projekt, diese Mission gestartet haben, da hat sich das wirklich radikal verändert. Es gibt nun Schulen dort. Man konnte sich damals nicht vorstellen, dass ihre Kinder zur Schule gehen würden und dort lernen würden. Und hier sieht man eben, wie die Kinder eben nun zur Schule gehen können. Sie verfügen über Schreibmaterial und Lernmaterial. Und das ist ein wunderbares Projekt mit einem Auditorium, mit einer Schule. Und die Kinder konnten nun eben dorthin gehen und lernen. Und die Menschen wohnen nun auch in wunderbaren Behausungen, in wunderbaren Häusern. Und sie wissen nun, was sie zu tun haben. Früher konnten sie nicht schreiben, lesen, auch nicht zählen. Aber nun ist es so, dass sie nun alle ein Bankkonto haben. Und das Geld kommt dann direkt an jeden Landwirt, an jede Familie. Also hier können Sie sehen, wie glücklich diese Menschen nun sind. Und wir haben wirklich einen wertvollen Beitrag dazu geleistet. Nun gibt es auch Kühe. Das ist auch ein Beispiel für diese Artenvielfalt dort. Leider wurden manche Kühe von den Tigern gerissen. Das ist eben so, weil diese Wildtiere dort in unmittelbarer Nähe leben. Also die Erziehung, Schulerziehung hat sich gebessert, in sozialer Hinsicht hat sich vieles geändert. Sie haben verstanden, wie wichtig es ist, für ein gemeinsames Ziel sich einzusetzen und zu arbeiten. Und sie sind, wie gesagt, in völligem Einklang mit ihrer Umwelt, mit ihrer Natur. Sie respektieren die Natur noch viel stärker, als das zuvor der Fall war. Es gibt saubere Luft, sauberes Wasser. In kultureller, sozialer Hinsicht gab es dann eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um eben auch viele Dinge zu tun, ihre Kultur zu leben, Musik zu machen und so weiter. Also das ist ein Teil dieses Projekts, der eben zeigt, wie sehr sie von diesem Projekt, von dieser Mission profitieren. Die Preise für ihre Ernten sind stabil, es sind auch transparent. Am Anfang kann ich mich erinnern, dass wir 100% über dem Marktpreis lagen. Die Menschen waren dort so glücklich darüber. Daher haben sie eben dann bei diesem Transformationsprozess dann eben mitgemacht. Und wir sind jetzt nun alle Teil dieses Ganzen, dieser Mission, dieses Projekts. Was nun auch die medizinischen Eigenschaften dieser Gewürze angeht, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Es geht hier nicht nur um Aroma und Geschmack,
Pfeffer hat zahlreiche Eigenschaften. Es ist nicht nur mit Aroma und Geschmack verbunden, sondern wir nutzen Pfeffer auch in der ayurvedischen Medizin. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Also alles, was wir in der Küche verwenden, ist auch gleichzeitig Medizin. Und darin liegt die Bedeutung des Pfeffers. Pfeffer ist auch ein Träger von allen zahlreichen anderen Eigenschaften, die wir zu uns nehmen. Pfeffer trägt auch die Eigenschaften von anderen Nahrungsmitteln. Daher wird es auch bei uns als schwarzes Gold bezeichnet. Bei der medizinischen Zubereitung ist es sehr wichtig für Herz. Der Cholesterolspiegel wird dadurch auch gesenkt. Und es ist auch für unser Gehirn sehr, sehr gesund. Wenn wir älter werden, neigen wir ja manchmal dazu, Dinge zu vergessen. Und für das Gehirn ist es wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Und es hilft auch Menschen, aus einer Depression zu kommen. Pfeffer ist wirklich so wertvoll, dass in der gesamten indischen Küche verwenden wir sehr viel Ingwer, Knoblauch, Pfeffer. All diese Zutaten sind sehr, sehr gut, gesund, vorteilhaft und daher verwenden wir sie auch in der Küche. Ich befürchte, dass jetzt meine Zeit langsam zu Ende ist. Ja, leider. Es ist sehr interessant, was du uns erzählst, Sebastian. Vielen Dank. Wir werden gleich nochmal mit dir weiterreden können. Wir haben aber hier eine Frage, und zwar, wo ist das Dorf und ob du auch aus Kerala kommst? Das hast du schon mal aber gesagt, ne? Vorhin. This village is called Vanchivayal. Also dieses Dorf heißt Vanchivayal. Das ist im Distrikt von Kerala. Und es ist ein Gebiet, in dem eben diese indigene Bevölkerung lebt, die Urali. Und das sind ungefähr 56 Familien leben dort, also ungefähr 300 Personen. Es ist ein Tigerreservat, ein Naturreservat. Und daher genießt das Ganze einen großen Schutz. Die Menschen schützen auch dieses Reservat. Und das ist ja wirklich ein sehr geschütztes Gebiet. Es gibt da keine externen Einflüsse. Man kann also von außen nicht so ohne weiteres dorthin. Darf ich was sagen kurz? Das ist, hört man mich, ja? Ja. Das ist hier die sogenannte Urwaldschule, die wir unterstützen und auch gebaut haben. Rechts davon ein Communal Hall, also wo sie dann ihre Feste feiern und auch Hochzeiten und so weiter. Und links davon ist diese Grundschule, wir nennen es Urwaldschule. Und drumherum um die Schule, was wir hier sehen, dieser Graben, genau, da kommt jetzt die Frage, der schützt nicht vor Tigern, auch vor Elefanten. dieser Graben rund um die Schule, der ist so 3 Meter tief und 3 Meter breit. Und der dient dazu, dass die wilden Elefanten nicht in das eindringen. Und sie können ja auch böse sein, nicht? Und wir sind jetzt hier links, da hat es eine versucht, einen Elefanten. Da ist also dieser Betonbrücke ist eingestürzt und da hat ein Elefant versucht, über die Brücke zu gehen, ist eingestürzt. Und
Es geht eine Bambusbrücke drüber. Es ist also schon richtig tief im Busch. Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir sollten gleich eine Akademie-Studienreise nach Kerala organisieren und dann vor Ort alles beobachten. Es war noch eine Frage, darf ich die beantworten? Ja, mit dem Demeter. Demeter. Ja. Also zum Verständnis, die Grundlage ist zertifiziertes Bio, also klassisch gesetzliches Bio nach EU-Standard. Wird zertifiziert natürlich. Es gibt, wir haben dort auch eine lokale Zertifizierungsstelle aufgebaut in Kerala, damit nicht die teuren Experten kommen müssen zum Zertifizieren. Es ist ein Joint Venture mit einer deutschen Zertifizierungsorganisation. Also Demeter ist sozusagen Bio Plus, nicht natürlich ohne Kunstdünger, ohne Pestizide etc. etc. Aber in der Demeter-Organisation geht es eben auch um soziale Standards, kulturelle Standards und es werden die Pflanzen mit Pflanzensud auch gestärkt, das ist so wie eine Homöopathie, die dann angewandt wird, um die Pflanzen zu stärken und besondere eben die Produkte besonders wertig sind dann. Das ist es, Demeter. Ja. Würden Sie dann sagen, dass es sowieso schon Demeter war, aber halt nur noch nicht zertifiziert? Ja, das ist eine super Frage. Demeter ist ja, die deutsche Demeter-Bewegung ist ja von Rudolf Steiner begründet worden. Und, aber ich habe in Indien festgestellt, eigentlich glaube ich, meine Steiner schöpft aus der indischen Kultur. Weil dort, wenn man in den Urwald kommt, oder zu den Ureinwohnern, die haben alle hinter ihren Hütten so Pflanzensud. Es ist die traditionelle Pflanzenstärkungsmittel. Aber in der Tat, es war in diesem Sanctuary, war es natürlich ökologisch von vornherein. Aber es braucht halt eine Zertifizierung, nicht, wenn es auf den deutschen Markt kommen soll. Und deshalb mussten wir also im ersten Schritt an die Zertifizierung bringen und fortlaufend. Ja. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage und dann machen wir weiter, bevor wir uns nochmal in der Runde treffen. Sebastian, diese Frage ist für dich ganz direkt, ob diese Engagement mit der internationales Handeln nicht die traditionelles Leben von den Indigenen stört. Oh yes, 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 of course. Natürlich, dass die traditionellen Praktiken werden dadurch beeinflusst. Also als ich mal einmal mit Rudolf Bühler in den Park gehen wollte, da haben sie uns daran gehindert, dort hineinzugehen, weiterzugehen, obwohl wir ja sehr engagiert waren und auf ihrer Seite standen. Also das bedeutet, dass wir in ihrem Alltag nicht so sehr eingebunden sind, nicht in ihre Aktivitäten eingebunden sind. Also da haben sie uns eben da rausgehalten, nicht reingelassen. Aber die Menschen sind ja nach wie vor sehr frei. Sie leben entsprechend ihrem Rhythmus. Also da gab es jetzt im Grunde genommen nicht so viele Veränderungen. Man muss wissen, die Leute leben in wirklicher Armut. Ich habe ja vorhin gesagt, die Lebenserwartung liegt bei gut 30 Jahren. Und in der Zone, wo wir aktiv sind oder wo wir diese Partnerschaft haben, diese Leute sind eigentlich gewöhnt an den Kontakt mit der Bevölkerung, mit der außenstehenden Bevölkerung, aber
Man kommt weit tiefer dann im Busch, leben noch Völker, die noch nie Kontakt mit den Menschen von außerhalb hatten. Und die Lebenssituation ist da wirklich mitunter sehr, sehr schwierig. Wir haben vorhin diese Kinder gesehen in der Schule, diese Schulkinder. Da ist es tatsächlich vorgekommen, dass diese Völker, die noch tiefer im Busch leben, die haben die eines Nachts ihre Kinder abgegeben, nachts, die haben wir gefunden vor einem Schuleingang. Die wurden einfach abgegeben, weil sie in großer Hungersnot keine Chance mehr sahen, die Eltern, die Kinder durchzufüttern. Also so schlimm ist es da mitunter. Das muss man wissen einfach. Oder man kann es gar nicht erahnen. Diese Kinder wurden dann abgegeben an der Schule, am Schultor. Und wir haben sie morgens gefunden und sie wurden eingekleidet. Deshalb hatten sie auch diese lustige Hemden an, nicht diese westernized Hemden hatten sie dann an und wurden zuerst mal entlaust und gefüttert und haben jetzt dort eine gute Bleibe und eine Erziehung in diesem Umfeld, konnten überleben. Wir wissen nicht, wie viele Leute sterben im Busch, wenn die Hungersnot ausbricht. Nicht? Ja. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage. Ich glaube, das wäre interessant, das noch aufzunehmen, ob das Projekt mit Fördergeldern aus dem Ausland unterstützt wird und wenn ja, durch welche Organisation? Das ist eine gute Frage. Vielen Dank auch dafür. In der Tat ist es, wir bekommen 50% unserer Kosten von der Deutschen Entwicklungshilfe. Das heißt 50%, also nicht am Produkt natürlich, sondern an den Overhead-Kosten. Und das ist ein Projekttypus, den gibt es eben seit dem Jahr 2000. Das nennt sich Private-Public-Partnership-Projekte. Und das haben wir mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft dort beantragt und haben dann die ersten 3 Jahre 50% der Kosten bekommen. Aber dann ist es die Förderung ausgelaufen. Aber für uns war das eine tolle Startförderung. Und jetzt, jetzt funktioniert es auf dieser Ebene, weil am Anfang braucht es eben mehr Aufwand, bis die Zertifizierung da ist und. Aber jetzt finanziert sich schon selbst, ja. Sehr gut. Eigentlich die Idee von der Entwicklungshilfe ist, dass nur kurzfristig oder für eine kurze Zeit da zu sein und dann. Ja, eigentlich ist es auch richtig so. Eigentlich ist es auch richtig so. Es soll ja nachhaltig dann auch Wirkungen zeigen. Und nun, ich bin ja schon viele Jahre in der ländlichen Projektarbeit unterwegs, so wie im Inland wie im Ausland. Und es war mir schon klar, dass es sich dann irgendwann selbst tragen muss. Und in der Phase sind wir auch. Ja. Sehr gut. Vielen Dank an Sie beide. Wir machen jetzt gleich weiter mit Mark Koschinski, unser Chef, aber wir werden Sie wieder gleich nochmal sehen. Ich lade jetzt Mark Koschinski ein auf die Bühne, auf die virtuelle Bühne. Max, bist du da? Kannst du uns hören? Ja, hallo. Ich kann euch gut hören, ja. Guten Abend. Guten Abend. Max, du bist Küchenchef und gastronomischer Leiter der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall an 5 verschiedene Standorte von historischen Gasthausochsen mit 30 Sitzplätzen bis zum Eventbereich im Neubausaal Schwäbisch-Hall mit über 500 Plätzen. Da arbeitest du nach Slow Food Kriterien und du sagst in deinem Lebenslauf, dass du storregional arbeitest. Das geht aber bei dem Pfeffer leider nicht. Ne? Also dann halt mit guten Pfeffer konnte das noch gehen. Konntest du überhaupt in deine Küche auf den Pfeffer verzichten? Also auch ein herzliches Grüß Gott von hier, vom Regionalmarkt Hohenlohe in Wolbertshausen. Wir haben ja schon
zwei tolle Beiträge vom Herrn Bühler, Herr Sebastian, guten Abend zusammen, liebe Kollegen, gehört. Natürlich ist beim Thema Regionalität der Pfeffer erstmal außen vor, aber es geht bei diesem Thema, dem wir uns jetzt gerade widmen, den Gewürzen und dem Pfeffer, vor allem darum, was wir gerade gehört haben, um die soziale Komponente, um die Teilhabe der Bauern vor Ort, um ein geschlossenes Projekt, um ein nachhaltiges Projekt. Und dazu gehört natürlich, das ist für mich auch der Grundsatz von nachhaltigen regionalen Wirtschaften in der Küche. Ich bin jetzt seit November 2017 Küchenchef und gastronomischer Leiter der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft. Bin aber schon seit mindestens, ich weiß es nicht genau, man müsste nachschauen, 15 Jahren reguläres Slowfood-Mitglied. Ich bin über Umwege zur bäuerlichen Erzeugergemeinschaft und dann eben auch zur Sonnenhof-Gewürzmanufaktur, also Ecoland Herbs and Spices, gestoßen. Und war von Anfang an begeistert. Ich habe Koch gelernt vor etwas über 20 Jahren in einer Zeit, an der Convenience-Produkte selbst in der Berufsschule gang und gäbe waren. Wir haben Compounds, also Mischungen, verwendet für alle möglichen Produkte, für Reisgerichte, für Fleisch- und Fischgerichte, für alles Mögliche. Das war damals der Trend und der setzte sich leider auch in der Gastronomie weiter fort, sodass ich dann irgendwann nach und nach unzufriedener wurde. Natürlich auch durch die, sag jetzt mal, Weiterbildung mit Slow Food, aber natürlich auch durch privates Engagement. Und so bin ich irgendwann mal auf eine Stellenausschreibung der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft gestoßen, ohne zu wissen, wo genau sie liegt und ohne zu wissen, was sie genau macht. Und war eben von Anfang an von Tag 1 oder Stunde 1 begeisterter Fan. Und ich denke, die Gewürze, die wir hier von Ecoland Herbs and Spices verwenden, und wir verwenden ausschließlich in allen unseren gastronomischen Abteilungen, Elia, du hast es gerade genannt, ob für 5 Gäste oder für 500 Gäste, die Gewürze aus den Projekten. Und ich denke, wenige Leute oder wenige Köche haben die Möglichkeit, so gute Produkte einzusetzen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir, du hast vorher auch gesagt, fast jedes Kochrezept, das man liest, ist der erste oder zweite Schritt, salzen oder pfeffern Sie irgendwas, Gemüse, Fisch, Fleisch oder Sonstiges, ohne sich dabei groß Gedanken zu machen. Herr Bühler hat es angemerkt, ja, also minderwertigen Pfeffer zu verwenden, bedeutet, man muss viel mehr verwenden. Er schmeckt nicht, er hat kein Aroma, er schmeckt dumpf, er schmeckt modrig, er schmeckt einfach nicht. Wir werden es nachher in der Verkostung sehen, wenn wir ihn frisch zerstoßen, mahlen, dann kommt das volle Aroma raus, die ätherischen Öle. Wir haben den Geschmack, das Aroma, das wir eben brauchen. Für mich als Koch ist einfach entscheidend, dass wir uns über jede Komponente oder jede Zutat Gedanken machen. Als Mitglied der Küchevereinigung Slow Food Chef Alliance machen wir uns grundsätzlich Gedanken darüber, wo unsere Produkte natürlich herkommen und wie wir den Bezug verbessern können. Natürlich bin ich jetzt in einer privilegierten Lage hier. Das hat nicht jeder und hat auch nicht jeder die Möglichkeit. Das ist mir klar, aber ich habe die Möglichkeit und kann an dieser Stelle ansetzen und kann sagen, dass wir direkt mit dem Kochen, mit dem Genuss, mit der Herstellung von Gerichten eben diese soziale Projekte, die Herr Sebastian und Herr Bühler nennen, direkt unterstützen. Wir partizipieren dabei. Ich durfte selbst auch schon auf Sansibar sein, jetzt nicht in Indien, leider noch nicht, da ist Corona dazwischen gekommen. Aber dort konnte ich eben die Vielfalt genießen. Also die Vegetation, die Liebe zum Erhalt der Pflanze und die Sorgfalt der Bauern, das ist einfach beeindruckend. Und dann ist es nicht nur Würzen, es ist nicht nur Pfeffer, sondern es ist dann auch eine Geschichte, es ist was Soziales, es ist etwas, das uns alle angeht und jeder kann dort eben auch was bewegen, auch wenn er zu Hause oder für zu Hause einkauft, im Kleinen wie im Großen. Machen Sie sich Gedanken darüber, woher kommen meine Gewürze, woher kommt der Pfeffer? Hinterfrage ich gewisse Lieferketten? Ist das, was ich kaufe, tatsächlich das, was ich in meinem Produkt, in meinem Gericht oder in meinem Essen haben möchte? Das sind Fragen, die wir uns alle stellen müssen, ob ich jetzt als Küchenchef das als meinen Beruf mache oder Sie als Hobbyköche zu Hause. Jeder sollte sich die Frage stellen. Und da haben wir hier natürlich eine tolle Plattform. Ich wollte geschwind einfügen, der Max Koschinski, der stellt ein bisschen sein Licht unter den Scheffel. Er hat die letzten Jahre auch das Bio-Hotel Schloss Kirchberg leitend mit aufgebaut, die Gastronomie dort in eine komplette Biogastronomie verwandelt. Und stringent eben nach Slow-Food-Grundsätzen diese Gastronomie entwickelt. Das ist ein großes Lob auch an den Max,
der hier sehr segensreich wirkt in unserer Erzeugergemeinschaft. Also da kommen wir wieder zum Thema stur. Also man muss gewisse Dinge einfach durchsetzen, weil man davon überzeugt ist, dass sie richtig sind. So ist jetzt die Gastronomie, jeder, der sich vielleicht interessiert, Biohotel Schloss Kirchberg, zu 100% biozertifiziert, zusätzlich Demeter und Bioland zertifiziert. Denn ich finde, nichts anderes passt zu unserer Mission, also zur Mission der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, aber auch zur Mission der Ecoland Herbs and Spices GmbH. Das passt zu uns und es muss auch so sein. Und deswegen manchmal eckt man damit an, aber das ist nicht schlimm. Heute will ich natürlich wir haben jetzt über Soziales gehört, wir haben die gesundheitlichen Aspekte was erfahren, aber natürlich will ich aus Kochseite, ich bin liebevoller Koch, ich bin gern Koch, ich bin seit 20 Jahren in der Küche und es freut mich jedes Mal, wenn wir dann natürlich auch einen Austausch haben und einfach mit guten Produkten gemeinsam was machen können. Wir haben ja heute einige tolle Produkte zum Verkosten. Genau, und da werden wir natürlich nachher noch viel mehr drüber hören. Ja, genau dazu, Max, ich bin auch begeisterter Fan von alles, was in der Region Wesch erzeugt, produziert, handwerklich hergestellt wird. Ich war selber auch in der Gewürzmanufaktur, wenn man reinkommt, kann man das alles, alle unterschiedliche Aromen riechen. Das ist wunderbar. Also das ist ein Erlebnis, das sollte jeder erleben mal. Aber ich würde dich ganz genau fragen, also was für eine Bedeutung hat diese Herkunft, also diese handwerkliche hergestellte Pfeffer und allgemein von Gewürzen für den Geschmack, für das Kochen selbst? Wir werden es nachher ja verkosten. Erstens zu deiner Aussage, wenn man reingeht in die Gewürzmanufaktur, stimmt nicht ganz. Wenn man nämlich schon an der Straße vorbeifährt oder im Hof steht, riecht man schon Sternanis, Kardamom, Pfeffer und alles Mögliche. Sehr beeindruckend und natürlich ein toller Duft und gerne auch jeder eingeladen, mal vorbeizukommen und das eben hautnah und vor Ort zu erleben. Der größte Vorteil an den Gewürzen, die wir verwenden, ist, dass wir viel weniger brauchen. Wir haben ein deutlich höheres Aroma, wir haben eine höhere Ausbeute. Wir haben ungefähr den Einsatz von Gewürzen in den letzten 5 Jahren um ein Drittel gesenkt, auch beim Pfeffer. Das liegt einfach daran, dass die Hochwertigkeit, also die Aromenvielfalt und die Ergiebigkeit durch die Verwendung alter Sorten und den Erhalt der alten Sorten eben auch gegeben ist. Das macht manchmal, manche Rezepte, die man kennt, müssen angepasst werden, weil ansonsten das Gericht überwürzt in Anführungszeichen wird. Also Kochen ist ja und Würzen ist ja immer eine persönliche Sache. Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer wir heute Abend haben oder Teilnehmerinnen, aber jeder würde jedes Gericht, wenn wir ein Standardgericht machen, anders würzen. Und das ist das Wichtige daran. Jeder muss seine persönliche Note mit einbringen. Wenn der Koch, die Köchin, egal ob im Kleinen oder im Großen, zufrieden ist mit dem, was er oder sie macht, wenn das, was auf dem Teller liegt, schmeckt für sie oder ihn, dann ist ein gutes Produkt und dann kann man dahinter stehen und dann ist es gut. Und das gelingt nur in Kombination mit sehr, sehr guten Produkten und sehr, sehr guten Gewürzen, so wie wir sie hier jetzt haben. Der Pfeffer ist ja nur ein Beispiel. Wir könnten das Ganze jetzt auch mit Hohenloher Kümmel, mit Koriander, mit verschiedenen Salzen machen. Wir könnten es mit Paprika, Vojvodina haben wir vorher fälschlicherweise gesehen im Ding. Wir könnten unendliche Reihen davon machen, aber wichtig ist, jeder einzelne Koch, jede einzelne Köchin hat ihre Geschmacksnuance und muss das reinbringen und muss am Ende mit einem Lächeln vor dem Gericht stehen, ob Spätzle mit Soße oder Bratkartoffeln oder ein Stück Fleisch ist, muss davor stehen und stolz sein können, das habe ich gekocht, das schmeckt mir und dahinter kann ich stehen. Und wenn wir jetzt nachher die Verkostung starten nach der Fragerunde, dann werden wir auch sehen, dass die Antworten der Teilnehmerinnen auch unterschiedlich in der Wahrnehmung sein können. Der eine schmeckt vielleicht eine deutliche pfeffrige Note, der andere eine Zitrusnote, der andere schmeckt etwas bittere Note, etwas saure Note. Und das ist genau das, was ich meine mit Kochen, sich mit Kochen beschäftigen, denn das passiert nur, wenn man sich intensiv mit einem Produkt, wie hier dem Gewürz, mit dem Pfeffer beschäftigt und überlegt, was kann ich daraus machen und was kann daraus werden. Ja, also ich weiß das noch, als du zum ersten Mal bei der Akademie referiert hast, dann hast du einen Vortrag, das war so eine, das ganze Vortrag war gegen diese ganze Convenience-Kultur in der Gastronomie besonders, aber auch zu Hause. Und dann frage ich mich, warum, also
warum lohnt es sich, sich die Mühe zu machen? Ne? Also es gibt keine Zeit. Man kocht in der heutigen Zeiten in der Gastronomie, kocht man einfach schnell, schnell. Wir müssen alles schnell vorbereiten. Mach mal die Tüte auf, Gurkensoße oder Pfeffersoße zum Schnitzel. Dann, klar, die Antwort hast du gerade erwähnt. Also das ist am Geschmack, merkt man das schon. Aber ich war sehr beeindruckt von dieses Statement gegen diese Convenience-Kultur, einfach sich mit den Zutaten und mit den Produkten und den Aromen zu beschäftigen. Also vielleicht ein gutes Beispiel, diese PowerPoint oder diese Präsentation ist relativ spontan entschieden. Damals, ich kann mich noch erinnern, war recht stressig und es ging mir dann darum, eben zu zeigen, warum oder was es für Angebote eigentlich gibt an Gastronomen. Denn ich bin ja auch in erster Linie Gastronom. Auf mich kommen natürlich auch große Firmen zu und sagen, hey Max, magst du nicht die Soße probieren und ich habe dir ein tolles Produkt und können wir nicht das verwenden? Wunderbar. Und dann habe ich Ausschnitte gezeigt aus Prospekten, glaube ich, für Gastronomen. Ist jetzt egal, von welcher Firma, das ist vollkommen egal, tut jetzt auch nichts zur Sache. Und dort sieht man, dass das, wovon wir eigentlich leben, also von dem Geschmack, das, was wir eigentlich machen wollen, wir wollen etwas ausprobieren und wollen dann wissen, ob es funktioniert oder nicht, das nimmt uns die Industrie ab. Wir wollen oder wir werden dazu verleitet, dass alles gleich schmecken muss. Es muss alles zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar sein. Es muss immer gleich schmecken und den gleichen Geschmacksbedürfnissen entsprechen. Und das kann nicht funktionieren. So kann Kochen nicht funktionieren und so hat auch früher Kochen nicht funktioniert. Ich wollte damit aufzeigen, dass, und das ist keine Kritik an jeglicher Gastronomie, das ist auch an keinen Kollegen. Ich weiß, dass es Personalmangel gibt, Zeitmangel ist. Ich weiß, dass solche Probleme vorherrschen. Aber mein Tipp ist dann immer, dann müssen wir doch einfach nur das Angebot verringern. Niemand braucht 23 verschiedene Soßen, übertrieben gesagt. Niemand braucht diese ganzen Fertigprodukte, sondern dann macht doch 3 oder 4 Produkte, die dann selbst gemacht ist. Ein Beispiel aus unserer Küche, wir machen jeden Tag, 360 Tage im Jahr, Kartoffelsalat selber. Und es ist nun mal so, es gibt ein grobes Rezept. Das gibt es ja, aber am Ende des Tages, egal wer den Kartoffelsalat macht, er schmeckt immer unterschiedlich. Und meine Vorgabe ist nur, der ihn macht, dem muss er schmecken. Und dann können wir das Produkt verkaufen. Und auch ich als Küchenchef probiere das natürlich und denke mir, das ist aber heute ein bisschen sauer oder zu viel Senf oder dann tatsächlich zu viel Pfeffer oder zu viel Salz. Aber wir wollen wieder dahin kommen, dass jeder selbstbestimmt arbeiten kann und auch selber entscheiden kann darüber, ob das Produkt jetzt für den Gast, in dem Falle der Kartoffelsalat, aber in allen anderen Produkten, bei der Pfeffersoße oder beim Stück Fleisch oder wie auch immer, ob das dem Gast Genüge tut. Und das sind so ganz kleine Dinge, die man umstellen kann, um vielleicht auch das, sage ich mal, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter zu motivieren und zu sagen, okay, der Beruf ist schön. Ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Nachwuchsmangel, wir haben extrem Probleme, Personal zu generieren und vor allem zu halten aufgrund der Arbeitszeiten. Ja, jetzt kommt wieder Weihnachten, es kommt wieder Silvester, es kommen Weihnachtsfeiern. Und wir wollen aber dann doch immer noch dieses Handwerkliche erhalten. Und dazu gehört eben auch Fehler zu machen, auch in der Küche Fehler zu machen. Und durch ein Convenience-Produkt, das immer gleich gewürzt ist, kann ich keinen Fehler machen. Und mit unseren Gewürzen, wir werden es nachher sehen, wenn wir zum Beispiel den Käse probieren, mit dem grünen Pfeffer. Wir werden sehen, dass manche oder viele es unterschiedlich wahrnehmen. Den Geschmack, die Intensität, die Schärfe werden die Menschen unterschiedlich aufnehmen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen kein Einheitsprodukt. Wir wollen Individualität. Wir wollen den eigenen Geschmack wieder entwickeln, sodass man dann auch nach draußen gehen kann, einkaufen gehen und sagen kann, okay, das Produkt will ich haben, weil das entspricht meinen Vorstellungen. Und so will ich das umsetzen in meiner Küche, ob es jetzt für 5 oder für 500 Personen ist. Vielen Dank, Max. Ja, also es ist immer spannend, dich zu hören und wir können aber dann gleich nochmal sprechen. Es gibt eine Frage, ich weiß nicht, ob das für dich ist oder für Herr Bühler, gibt es ein Vertriebsnetz von Ecolan Herbs and Spices oder kann man die Gewürze nur direkt dort beziehen? Ja gut, man kann sie im Regionalmarkt Hohenlohe beziehen und in unseren anderen Märkten, aber am geschicktesten ist natürlich über einen Webshop.
Also wenn man Ecoland Herbs and Spices hat jetzt erst seit dieser Woche einen Webshop und alternativ im Webshop bei der bäuerlichen Erzeugungsgemeinschaft Schwäbisch Hall. Also da einfach mal in Google reingehen und bäuerliche Erzeugungsgemeinschaft anklicken oder Ecoland Herbs and Spices und über den Webshop dann direkt von unserer Manufaktur hier erhalten Sie dann den Urwaldpfeffer. Und es gibt natürlich auch eine Großhandelsliste, wenn jetzt Gastronomen natürlich interessiert sind, dann natürlich direkt an Ecoland Herbs and Spices wenden. Sehr gut, vielen Dank. Ich habe auch den Chat gepostet. Wir haben noch eine Frage. Okay, das werden wir gleich machen. Wie wenn, also ich lade jetzt nochmal in der Runde hier Sebastian ein in unsere virtuelle Runde. Und dann können wir gleich ins Gespräch kommen und dann verkosten wir, wie gesagt, ne? Also danke für Ihre großartigen Beiträge. Es ist immer bei Slow Food, aber besonders bei Ihnen, bei der WESH allgemein, es ist immer viel zu wenig Zeit. Man konnte stundenlang darüber sprechen, aber wir müssen jetzt uns kurz halten. Und wir haben ein paar Fragen noch gesammelt für Sie, aber nochmal als Erinnerung für die Gäste, Sie können auch Ihre Fragen im Chat stellen und dann werden wir die an unsere Gäste weitergeben. Wir haben am Anfang kurz darüber erzählt, was die also bei die Bedingungen oder die Lebensbedingungen in Kerala waren, in der Region waren. Und wie sie sich verändert haben durch das Projekt. Was sollte auf der politischen Ebene passieren, damit das der Norm wäre in alle Bereiche, aber besonders jetzt zu dem Thema der Wurzel und Pfeffer? Das ist eigentlich, gibt es auch eine relativ kurze, prägnante Antwort. Das sind eigentlich die sogenannten Terms of Trade. Nicht, das hat also der Willy Brandt schon vor 30 Jahren moniert, dass die Terms of Trade alle zu Ungunsten der Länder im Süden sind. Und wir müssen halt einfach den korrekten und fairen Preis bezahlen. Und wir müssen dann eben auch schauen, dass wir partnerschaftlich unterwegs sind, nicht, dass da nicht zwischendurch abgegriffen wird. Das sind eigentlich ein ganz einfaches Statement zu dieser Frage. Wir können einen Abendvortrag halten, aber eben, wobei ich nicht dem Fair Trade-Siegel das Wort rede, weil beim Fair Trade-Siegel bekommen die Bauern dann halt 10% mehr, aber das ist nach wie vor viel zu wenig. Bei uns bekommen sie einen doppelten Preis. Passt dann einigermaßen, aber wir nennen es also gebündelt, die Terms of Trade zwischen Nord und Süd müssen fair und korrekt gestaltet werden. Und dann haben die südlichen Länder auch ein ordentliches Auskommen. Auf Augenhöhe. Ne? Dann richtig. Auf Augenhöhe. Frage, wie wird es vor Ort entschieden? Ne? Weil also Sie haben gesagt, das ist eine Genossenschaft. Ne? Und dann... Ja. Wie werden die Bauern unter sich, also wie werden sie organisiert? Wie organisieren sie sich gegen, weil sie sind der Handler sozusagen, der Kaufer, sie kaufen. Und wie werden die vor Ort, also die Bauern vor Ort ja. organisiert? Die Bauern, also das sind Familien, nicht? Und jede Familie hat dann eine Stimme, es sind Kleinbauern. Und die haben dann regelmäßig ihre Meetings, also alle 2 Wochen treffen die sich und palabern, nicht? Das Palaber. Und sie haben einen gewählten Vorstand, interessanterweise auch immer wieder Frauen als Vorständin. Und haben ihr Komitee und da besprechen sie ihre Sachen. Und da kann man nicht, also es ist schon sehr, sie sind schon sehr, wie soll ich sagen, also eine heterogene Truppe auch. Und da gibt es eine Meinungsbildung, eine Mehrheitsmeinung, aber es gibt immer wieder auch Opposition.
Naja, man muss eben partnerschaftlich umgehen, man muss sie respektieren, man muss einer solchen Kultur mit Respekt begegnen, nicht? Also das ist überhaupt wichtig, wenn man in der dritten Welt unterwegs ist, dass man die Kulturen als wertig begreift und nicht meint, wir kommen jetzt dahin und wir wissen, wie es geht. Deshalb rede ich auch immer von Entwicklungsarbeit und nicht von Entwicklungshilfe. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, dass man eben nochmals diesen Leuten mit Respekt begegnet. Kurz wie der Pfefferpreis gefunden wird. Also es gibt ja einen sogenannten Auktionspreis in Kerala, nicht? Das ist also der klassische Handelspreis. Und als wir damals angefangen haben, da war der Auktionspreis gerade mal bei 78 Rupies, das heißt bei 1 Euro pro Kilogramm Pfeffer. Und damals haben wir dann aber den dreifachen Preis bezahlt, den Ureinwohnern. Heute, zurzeit ist er bei 600 Rupies, der allgemeine Marktpreis, also sind so circa 7 Euro. Und da zahlen wir dann circa 50-60% auf Preis, nicht? Also die bekommen dann so um die 10 Euro. Aber das ist so, Pfeffer schwankt auch. Und, aber so handeln wir das jedes Jahr dann miteinander aus. Wenn ich vor Ort bin, dann so ein, zwei Mal im Jahr, dann treffen wir uns, Versammlung, wenn Sebastian in Indien ist, vor Ort ist er auch dabei. Und dann diskutieren wir den Preis aus. Ja. Und auch die anderen Maßnahmen. Also wir haben ja, wie gesagt, wir fördern die Schule und kaufen Kühe für die. Ist ja lustig, die freuen sich, wenn sie Kuh spendiert kriegen, die Familien, aber dann haben sie große Sorgen, dass der Tiger kommt und die Kuh wegfrisst. Nicht? Das passiert abends. Ja. Wie wird es dann in Deutschland konsumiert? Also landet das meiste in ihren eigenen Wurstmanufaktur oder kaufen die Konsumentinnen sozusagen auch zu ein bisschen höheren Preisen ihre Gewürze ab? Ja, also hier in der Gewürzmanufaktur, so sagen wir mal gut die Hälfte oder zwei Drittel fast, es sind alles Biogewürze, die wir haben bei Ecoland Herbs and Spices und alles mit alten Sorten. Die gehen in die Wurstmanufaktur der bäuerlichen Erzeugungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, nicht? Und auch in andere Bio-Wursthersteller besorgen sich bei uns die Gewürze. Ja gut, und dann sind wir auch unterwegs in Endverbraucherverpackung, so wie es jetzt zugeschickt haben, wir es verschickt haben und wir sind aber auch bei ein paar Fachhandelsketten, bei Teco zum Beispiel sind wir drin. Aber wir haben eben Manufakturcharakter, es wird alles von Hand einzeln abgefüllt. Und also es ist rund jetzt, ne? Wir machen es gerne, es freut uns, es ist eine tolle Aufgabe und es ist eigentlich schön, dass sich das so rund alles läuft jetzt. Und wir wollen nicht groß werden, sondern wir haben einen Anspruch, sozial, kulturell, und es ist doch genau, was Low Food ja auch sagt, nicht? Essen ist politisch mit dem, was wir essen. Befördern in diesem Fall solche Projektarbeit. Genau. Genau, und da, also ich muss dann dieses großes Lob ausrichten an Ihre Versandabteilung, dass die Päckchen so mit den Sorten wunderbar in weihnachtlichen Papier professionell verpackt worden waren und auch rechtzeitig angekommen sind. Die meisten. Und großen Respekt von Ihrer Arbeit. Naja, welcome. Das mochte ich auch nochmal. Das sind ein Team. Ich habe eine Frage vielleicht dann an Max. Was passiert, wenn wir nicht in der Nähe nicht in der Region Höhlöhe sind oder nicht an Hand sind oder können die Gewürze von der Gewürzmanufaktur kaufen? Wo erkennen wir guter Pfeffer? Wie können wir wissen, dass wir
und Pfeffer. Also ich habe mich vorher natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Wenn man sich mal die Lebensmittelrückrufe bei Gewürzen anschaut, sind natürlich sehr oft Zimt und Pfeffer betroffen. Da würde ich schon mal prinzipiell vorschlagen, auf Bioqualität zu gehen. Dann hat man schon mal ein großes Risiko ausgeschlossen, also Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Schwermetallen oder sonst irgendwas. Bei Ecoland Herbs & Spices weiß ich, dass es sehr strenge Eingangskontrollen und auch, sage ich jetzt mal, Rückstandsproben gibt, die es natürlich, sage ich mal, bei der Konkurrenz in Anführungszeichen in Bioqualität natürlich auch gibt. Wenn wir jetzt den Pfeffer nachher ansehen, vielleicht kann ich da nachher was dazu sehen, an der Farbe, an der Größe des Korns und dann vor allem an dem Geruch und am Geschmack, an dem Aroma, wenn wir es vermahlen, werden wir es erkennen. Das ist jetzt in der Theorie etwas steif, aber nachher werden wir es besser sehen. Ich kann es dann auch mal in die Kamera halten. Ja, gut. Wir haben keine weiteren Fragen, deshalb würde ich sagen, dann steigen wir gleich in die Verkostung ein. Das bleibt nur jetzt, also unsere beide Gäste Sebastian Elle Punkel und Rudolf Bühler bedanken, dass sie dabei waren und für ihre Beiträge. Es war sehr schön, auch gleich mit den Bildern alles sich besser vorstellen zu dürfen. Und ich lade Sie auch ein, damit Sie bleiben für die Verkostung. Die wird von Max Koschinski angeleitet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal einen schönen Abend. Ja, dann übernehme ich mal. Natürlich hätte ich lieber alle von euch bei mir in der Küche begrüßt. Wir machen es jetzt virtuell, werden das auch ganz gut hinbekommen. Fast alle haben ja die Pfefferproben oder beziehungsweise die Pfeffersorten zugeschickt bekommen. Wir werden heute von mild nach kräftig verkosten. Das ist grundsätzlich ratsam, jetzt auch bei Käse oder bei Wein zum Beispiel. Das heißt, wir starten heute mit dem grünen Pfeffer in Kokoslake. Herr Bühler hat es vorher gesagt, ich halte es mal kurz in die Kamera, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Unreif geerntete volle Beere, Pfefferbeere, eingelegt in 14% Salz und der Rest Wasser und Kokosessig. Ist im Endeffekt nicht viel anderes, wie wir Essiggurken einlegen oder Essiggemüse einlegen. Dadurch wird etwas die Schärfe genommen. Aber meiner Meinung nach das Aroma erhalten. Also jetzt bitte noch nicht aufmachen, wir machen bitte gemeinsam auf, denn ich habe noch eine kleine Geschichte zum grünen Pfeffer in Lake. Ja, diese berühmte Pfeffersoße gibt es schon sehr lange und ist entstanden aus der französischen Küche aus 60er, 70er und 80er Jahre. Und ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal grünen Pfeffer in Lake gekauft hat, jetzt nicht diesen, wenn er die Dose oder das Glas öffnet, immer ein recht modriger und einfallsloser Geruch und Geschmack entgegenströmt. Jetzt, wenn wir dieses Glas gleich öffnen, mit einem Knack wahrscheinlich, und einfach mal an dieser Lake riechen. Also es ist schon einfach sehr beeindruckend, also zumindest bei mir, wie geschmackvoll allein der Geruch ist. Der Geschmack ist jetzt nochmal was anderes. Erstmal schmecken wir auch über das Riechen. Und jetzt ist ganz wichtig zu sehen, wie fruchtig und wie frisch dieses Produkt, also dieser eingelegte Pfeffer, daherkommt. Daher habe ich mir natürlich die Frage gestellt und Elia und Andrea, ihr habt mir auch die Frage gestellt, wie können wir das am besten kombinieren oder unterstützen? Die Aufgabe von Gewürzen, jetzt hier in diesem Fall der Pfeffer, ist immer in erster Linie das Ausgangsprodukt oder das Gericht zu begleiten und zu unterstützen. Das ist die Hauptaufgabe von Gewürzen, in diesem Fall eben dieser grüne Pfeffer oder dann später auch der schwarze Pfeffer oder der bunte Pfeffer. Meine Lieblingskombination, weil ich sie tatsächlich auch diese Woche nochmal probiert habe, um sicherzugehen, dass wir auch die richtige Kombination haben, sehen wir jetzt hier hinten. Ich hole das mal kurz her, weil man es nicht sieht, zwischen Prinz Charles und Rudolf Bühler. Das ist ein klassischer Roquefort, ein französischer Blauschimmelkäse. Man könnte auch einen Gorgonzola aus Italien nehmen oder einen Stilton aus England zum Beispiel nehmen. Ich verwende Gorgonzola deswegen, weil er vier Geschmacksnuancen miteinander verbindet. Süß, sauer, salzig und bitter.
Und das werden wir jetzt in Kombination bringen mit dem grünen Pfeffer. Ich lege den Käse kurz beiseite. Wir nehmen jetzt also einen Löffel, einen handelsüblichen Löffel, und nehmen unseren Mörser in die Hand. Ich habe jetzt hier einen Holzmörser. Das ist aber egal. Man kann es auch im Steinmörser, im Glasmörser oder was auch immer. Hauptsache, es macht klein. Geben etwas Lake und die Pfefferkörner dazu. Und versuchen das Ganze jetzt etwas grob zu mahlen. Also es muss nur angestoßen werden. Die Pfefferkörner können auch so verzehrt werden. In der Soße sind sie ja auch ganz. Ich mache das mal ganz kurz. Wie gesagt, ein bisschen Lake sollte drin sein. Mein Tipp für die Lake, nicht wegkippen. Wenn Sie jetzt ein normales Produkt haben, würde ich sagen, kippen Sie die Lake bitte weg. Damit kann man nichts sagen, nichts anfangen. Entweder Sie benutzen die Lake dann in der angesprochenen Pfeffersoße noch als Ergänzung. Man kann dann am Schluss, wenn die Soße fertig ist, einen Esslöffel oder zwei Esslöffel von der Lake dazugeben. Das gibt so ein bisschen frischen und zitronigen Kick noch dazu. Ich nehme aber die Lake, ich sammle sie. Wir haben natürlich größere Behältnisse. Wir kaufen den Pfeffer in 15 Kilo Kanister. Und die Lake verwenden wir zum Beispiel als Salatsauce, als Dressing, jetzt als Himbeerdressing oder als Grundlage mit Aprikose, mit Apfel, mit allem, was süß ist. Das ist sozusagen die Grundlage. Also kann hier wunderbar weiterverwendet werden. Ich mache das mal hier kurz klein. Dann sollten wir uns ein Stück von dem Käse runterschneiden. Bitte immer darauf achten, dass, wenn wir eine Verkostung machen, sollten alle Zutaten, alle verwendeten Zutaten, wie jetzt der Käse und der Pfeffer, die gleiche Temperatur haben. Am besten nicht zu kalt. Auch der Käse sollte, man riecht es, wenn man es auch daheim hat, gute Zimmertemperatur haben. Das ist einfach dem Geschmack, dem Aroma zuträglich. Und wir werden es gleich sehen. Ich schneide jetzt einfach ein kleines Stück ab, ein Dreieck oder ein Viereck, so wie es geht, und belege das Ganze mit dem grünen Pfeffer. Ich habe den hier gemahlen. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber ich habe ihn angestoßen und jetzt gebe ich etwas von dem gestoßenen grünen Pfeffer drüber. Und als Kombination, wer möchte, muss man aber nicht, habe ich hier hinten sieht man es auch in Rohform, eine vollreife Birne, die ich einfach in ganz kleine oder in feine Würfel, man kann es auch gröber oder raspeln oder wie es zu Hause eben gerade geht, vorbereitet und das einfach oben drauf geben. Wir haben dann nämlich den vollen Geschmack, also diesen Umami-Geschmack, den wir haben wollen, abgerundet. Die Birne bringt nochmal eine zusätzliche Süße. Und wenn wir das jetzt Ganze jetzt verkosten, in den Mund nehmen, beißen und dann im Mund lassen. Dann entwickelt sich das Aroma des Käses voll und dann entwickelt sich auch das Aroma des Pfeffers voll. Also ich mache das mal vor. Ihr könnt es gerne mitmachen. Mhm. Guter Käse ist einfach was Gutes. Wenn man es jetzt im Mund hat, man hat jetzt die Süße von der Birne, man hat jetzt die Säure und die pfeffrige Note vom Pfeffer und man hat das sehr kräftige saure und bittere von dem Blauschimmelkäse, also in dem Fall dem Roquefort. Wenn man das Ganze jetzt noch, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte und wir vielleicht in der Küche wären, uns treffen könnten, würde ich sagen, wir machen das Ganze noch lauwarm. Das heißt, wir geben das auf ein Backblech mit Backpapier, setzen kleine Stücke drauf, machen das Gleiche mit einem Pfeffer, geben etwas Birne drauf und lassen das einfach bei 60, 70, 80 Grad im Ofen langsam zergehen. Dann ein gutes Stück Baguette oder Weißbrot dazu. Und perfekt ist es. Man sieht jetzt, also bei mir ist es zumindest so, ich habe jetzt im Mund eine angenehme, aber nicht übermäßige Schärfe. Und die kommt jetzt eben von diesem grünen Pfeffer. Das ist jetzt die mildeste Sorte, die wir heute haben und die wir heute verkosten werden. Und für mich eigentlich eine klassische Kombination. Ich hoffe, bei euch hat es aufgeklappt. Ansonsten einfach kurz mal in den Chat schreiben, ob das, was ich da erzählt habe, Quatsch ist oder ob das schlüssig war. Es geht auch mit anderen Käsesorten. Der Käse ist hier der Träger. Ich habe halt deswegen einen so überwürzigen Käse gewählt. Der muss natürlich standhalten gegen den Pfeffer, egal ob er jetzt mild ist oder nicht. Und er muss das Aroma unterstützen und das tut er eben hier. Dadurch, dass der Käse recht cremig ist, verteilt er sich im Mund recht gut. Also man hat ein sehr, sehr schönes Mundgefühl. Ich habe immer noch den Pfeffergeschmack jetzt im Mund, ohne penetrant zu werden, ohne muffigen Geschmack, ohne zu viel Schärfe. Es fühlt sich im Mund, es fühlt sich am Gaumen gut an und es
fühlt sich in der Nase gut an. Das bedeutet, das Produkt oder die Kombination passt zumindest für mich so. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie die TeilnehmerInnen das so sehen oder ob es da Unterschiede gibt. Ich habe jetzt vielleicht 3 oder 4 von den Pfefferkörner verwendet, mehr nicht. Man kann nach Geschmack natürlich mehr oder weniger drauf tun. Die Teilnehmenden dürfen sich gerne melden und ihre Eindrücke mit uns teilen. Ansonsten auch vielleicht das Tipp, einfach den grünen Pfeffer mal auf eine reife Mango zum Beispiel oder auf eine reife Ananas machen. Auch eine tolle Kombination. Ich räume mal kurz hier mein nicht vorhandenes Arbeitsbrett auf, damit wir dann auch gleich weitermachen können. Ja, vorher habe ich gesagt, wir werden es jetzt beim nächsten Produkt gleich sehen. Ich habe schon mal ausgepackt. Ihr habt ja ein Säckchen bekommen, wenn ihr das aufmacht, ist genau dieser Inhalt drin. Bunter Pfeffer. Er besteht hier aus schwarzem Pfeffer, aus weißem Pfeffer, aus grünem Pfeffer, gefriergetrocknet und aus rosa Beeren. So, jetzt botanisch gesehen, okay, rosa Beeren ist kein Pfeffer, es ist kein echter roter Pfeffer, es ist ein Sumachgewächs, ist aber auch nicht scharf und bringt in dieser Mischung eine gewisse Fruchtigkeit. Manchmal wird es verwechselt mit roter Pfeffer, aber Herr Bühler hat es vorher gesagt, der echte rote Pfeffer selten zu erhalten. Und deswegen ist er in dieser Mischung und auch in grundsätzlich bunter Pfeffermischung immer rosa Beeren verwendet oder meistens verwendet. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz wegklicken. Ja, also es gibt ein paar Kommentare, also tolle frische Schärfe, aber auch, wo wird der Pfeffer in die Lacke gelegt? Ich verstehe die Frage. Also, vor Ort, sagen wir es mal so. Also nicht hier, sondern vor Ort. Mhm. Oder ist das die Frage wahrscheinlich, oder? Ja, das ist die Frage. Genau. Ja. Genau. Er wird vor Ort, vielleicht kann der Herr Bühler was dazu sagen, das weiß ich nicht, aber er wird sicherlich vor Ort so eingelegt, weil wir ihn so auch direkt aus dem Projekt erhalten. Oder vielleicht Sebastian, vielleicht kann er was dazu sagen. Herr Bühler, Sie sind wieder da. Ja, also der Pfeffer wird tatsächlich, muss vor Ort eingelegt werden, sonst wird er ja schwarz. Also das ist, er muss frisch, wird ein bisschen blanchiert, das heißt ein bisschen erhitzt und dann in Lake, also in Kokosnusswasser und pures Wasser und 14% Salz eingelegt. Also muss ich mir tatsächlich so vorstellen, wie wenn man bei uns die Gurken einlegen. Ne? So. Es ist genau das gleiche Prinzip. Und wenn der Salzgehalt stimmt, dann bleibt er 10 Jahre lang in gleicher Qualität. Ja. Genau, Fermentation ja auch ein großes Thema bei Slow Food. Glaube ich, ja. Halber machen von allen möglichen Gemüse oder hier auch in dem Fall. Vom Pfeffer im Chat habe ich jetzt gerade gelesen, vom Domber, ja. Genau. Gorgonzola ist mein Liebling. Es gibt natürlich unzählige Blauschimmelkäse. Wichtig ist halt, dass wir einen hocharomatischen, cremigen Käse gewählt haben. Aber gerne auch mit anderen mit anderen Käsesorten mal probieren. Es gibt ja auch tollen Pfefferkäse hier von der Dorfkäserei. Das zum Beispiel, da ist der Pfeffer mit eingearbeitet. Der schwarze Pfeffer ist auch eine tolle Kombination. Auch zum Überbacken mit Raclette. Also unglaublich vielseitig. Genau. Wir haben es ja schon gerade gesagt, wir machen weiter mit unserem bunten Pfeffer. Ist für mich der Allrounder, ist für alles geeignet. Wichtig immer nur, frisch vermahlen. Also nicht gemahlenen Pfeffer kaufen, weder schwarz noch weiß. Erstens verliert der sofort an Aroma, schmeckt nur scharf und ist nur dumpf im Geschmack, hat überhaupt kein Aroma, also keine wenig ätherische Öle. Und einfach ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, gibt es auch bei Ecoland Herbs & Spice, eine wunderbare Pfeffermühle. Das macht auch nicht viel mehr Arbeit im privaten Gebrauch oder eben diesen Mörser verwenden. Wir sehen es jetzt gleich, wenn wir den Pfeffer mal kurz in den Mörser geben. Das machen wir jetzt gleich mal zusammen. Einfach einen Esslöffel vielleicht reingeben und dann frisch vermahlen mit meinem Mörser und dem Mörser, mit dem Stoßel und dem Mörser. Und dann einfach mal riechen. Also man riecht nach ein paar Sekunden, riecht man es eigentlich schon, was das Besondere auch daran ist. Ja, also es ist
Einfach ein faszinierendes Gewürz. Und nicht wegzudenken aus der Klasse, also aus jeder Art Küche. Wir stellen uns ja immer die Frage, ist jetzt unsere nordeuropäische oder europäische Küche vorstellbar ohne Pfeffer? Sage ich nein, aber sie ist mittlerweile genauso wenig vorstellbar ohne Gewürze aus dem globalen Süden. Denn wir haben natürlich viele Einflüsse. Auch unsere klassischen Rezepte lassen sich ja abwandeln. Und jeder hat es ja schon mal gehört. Es gibt jetzt Schweinebraten XY mit Sternanis, mit Kardamom, mit Nelken, mit Zimt. Das sind Dinge, die bereichern ja unseren Kulturkreis auch. Also wir profitieren ja enorm davon, indem wir natürlich diese Einflüsse, diese Gewürzeinflüsse nutzen und unsere klassische Küche, die eher darauf ausgelegt ist, wenig oder sanft, in besserer Sprache sanft zu würzen, zu unterstützen. Auch die klassische französische Küche ist eher darauf bedacht, wenig Gewürz und eher dem Produkt sozusagen den Vortritt zu lassen. Das ist jetzt mit diesem Produkt, wie wir es jetzt hier haben, oder mit diesen Produkten an Pfeffer nicht möglich, weil unabdingbar ist der Pfeffer hier der Star, egal wo ich ihn dazugebe. Also wir vermahlen noch ein bisschen. Wenn es zwischendurch noch eine Frage gibt, einfach kurz vorlesen. Noch eine Frage, wo verwenden Sie den Pfeffer noch? Und ich glaube, da hat sich schon gleich gelöst. Ne? Also kann man überall verwenden. Also alle möglichen Gerichte. Die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, wenn man ein bisschen auch den Hobbykochbereich beobachtet, es ist alles möglich und fast alles erlaubt. So kann ich mir in der bunten Pfeffermischung, ist der grüne Pfeffer auch gefriergetrocknet, kann ich mir zerstoßen auch auf einer Panna Cotta oder auf einem Schokoladenmousse gut vorstellen. Es ist einfach, man muss es ausprobieren. Also es ist nicht immer klassisch, es gibt jetzt dieses Gewürz, diesen Pfeffer und daraus muss ich das und das machen. So genau ist es bei Paprika und allen anderen Gewürzen auch und so ist es bei auch allen Gemüsesorten und allen Fleischsorten auch. Einfach ausprobieren. Es klappen manche Dinge nicht und die klappen bei uns auch nicht und dann ist es nun mal so, aber dann habe ich es ausprobiert und weiß es fürs nächste Mal. Den Pfeffer habe ich jetzt zerstoßen. Lustigerweise habe ich diese Woche eine Pasta mit Gorgonzola-Soße, grünem Pfeffer und Birnenstücken gegessen. Leider waren die Birnen so hart, ja. Das ist natürlich ungünstig, ja. Aber jetzt haben wir es ja sozusagen nachgeholt, nur ohne Pasta. So, der bunte Pfeffer ist jetzt zerstoßen. Vielleicht kann man das hier ein bisschen sehen. Ich persönlich mag es immer relativ grob. Beim letzten Verkostungsobjekt werden wir das auch sehen. Ich will nämlich diesen vollen Geschmack auch im Mund haben. Sie können das so fein vermahlen, wie Sie möchten. Nur wichtig ist, dann immer gleich verwenden. Also jetzt nicht 10 Esslöffel zerstoßen und dann in die Speisstellen oder in die Küche stellen und sich dann beim nächsten Mal wundern, dass es weniger oder nach nicht mehr so viel schmeckt. Wir brauchen für den Allrounder, also diesen bunten Pfeffer, ein Trägermaterial, das relativ neutral ist, um eben alle Geschmacksnuancen rauszuschmecken. Und darauf, ich habe einfach eine Salatgurke gewählt. Man hätte jetzt auch Kohlrabi nehmen können oder was auch immer. Hauptsache, wir haben etwas, worauf dieser gestoßene Pfeffer, dieser bunte Pfeffer eben haftet. Der schwarze Pfeffer sorgt für die Schärfe. Der weiße geschälte Pfeffer ist nur scharf, hat relativ wenig Aroma. Die rosa Beeren bringen die Zitrusnote, also die Frische im Produkt. Und der grüne Pfeffer, gefriergetrocknet, ist eben relativ mild und unterstützend. Deswegen werden wir jetzt einfach die Gurke, vielleicht kann ich das mal vormachen, in relativ dicke Scheiben schneiden. Dabei nicht in Finger schneiden am besten. Und das Ganze einfach beschreuen wie ein Kanapé, sage ich mal. Und da auch einfach mal ranwagen, vielleicht mit etwas weniger anfangen, so wie bei mir, und ein bisschen mehr folgen lassen. Zu neutralisieren, ich glaube, ihr habt die Anweisung oder den Tipp bekommen, Wasser zu nehmen. Ich persönlich, wenn ich was neutralisiere, würde ich dann eher irgendwas mit Milch, also ein Glas Milch oder sowas, ein Milchgetränk wählen. Natürlich geht auch ein gutes Glas Rotwein oder Weißwein oder was gerade zur Hand ist. Genau. Jetzt werden wir das Ganze mal probieren. Die Birne hat jetzt auch den Vorteil, enthält relativ viel Wasser, wird also diesen Pfeffer im Mund relativ gut verteilen. Und wir lassen das Ganze wieder relativ lange im Mund, um eben die einzelnen vier Geschmackskomponenten und Aromen rauszukennen.
Also als Küchenchef der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft würde ich jetzt sagen, jetzt wird ein gutes Steak fehlen. Die Gurke ist auch nicht schlecht. Man merkt jetzt, man hat im Mund, am Gaumen und an der Zunge eine relativ große Schärfe. Auch, und man hat es ja gerade gesehen, es war sehr, sehr wenig Pfeffer. Das kommt eben durch den Pfeffer, durch den schwarzen Pfeffer. Und das Aroma wird jetzt noch länger anhalten, weil wir jetzt eine Kombination geschaffen haben. Das heißt, wenn wir jetzt den Geschmack mal sacken lassen, es wird jetzt immer der Abgang, wie jetzt beim Wein, es wird jetzt immer länger dauern, bis der Geschmack sozusagen vergeht. Man schmeckt schon gar keine Gurke mehr. Die war jetzt wirklich tatsächlich nur das Trägermaterial. Man schmeckt jetzt nur noch den reinen Pfeffer oder die reine Pfeffermischung. Auch super jetzt zum Beispiel in Frischkäse oder in einem guten Büffelmozzarella oder auf eine Pasta, in einem Risotto. Also wirklich Unmengen Ideen, die man damit umsetzen kann. Und es ist jetzt, haben wir schon länger probiert, jeder, der es jetzt im Mund hat, ich habe es immer noch im Mund, ist einfach angenehm. Es ist eine angenehme, schöne Schärfe und vor allem eine aromatische Schärfe. Wenn ich jetzt das Gleiche mache, nehmen Sie eine Gurke und machen Sie gemahlenen weißen Pfeffer drauf, ist nur scharf, schmeckt nach gar nichts, haben Sie eigentlich, also ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt hier gerade machen. Genau, nächstes Mal treffen wir uns dann einfach in der Küche. Da können wir dann natürlich auch mehr ausprobieren. Genau, vielleicht hat da auch noch jemand irgendwas. Ja, also ich habe eine Frage noch von, also ein Teilnehmer hat die Päckchen nicht bekommen und hat gefragt, wie kann man den grünen Pfeffer noch verwenden? Den grünen Pfeffer in Lake oder den haben wir ja vorher schon gehabt. Ich habe auch schon mal grüne Pfeffer Panna Cotta gemacht, das habe ich vorher schon mal gesagt. Das kann man wirklich, muss man einfach mal sich rantesten. Aufgrund der Milde ist er natürlich auch gut geeignet für Vorspeisen, Desserts, vielleicht auch in einem Cocktail, wenn jemand mal sich ausprobieren möchte, kann ich mir gut vorstellen, mit einer süßlichen Kombination, mit ein bisschen Zitrusnote, das kann ich mir gut vorstellen, mit Rosmarin, müsste man aber ausprobieren. Also klassisch, wie gesagt, natürlich in der Soße. Jetzt hier in der Kombination mit Käse, vielleicht auch in der Pasta, vielleicht auch in der Füllung für Rouladen, oder so eine Art Kalbsinvoltini mit grünem Pfeffer, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber müsste man mal ausprobieren. Kann ja gerne mal dann, wenn die Damen und Herren so kreativ sind, einfach mal ein Foto durchschicken, wie es ist. Ja, Pfefferkochkurs, ja, den müssen wir dann bei Ecoland machen. Ja, genau, dann kommen wir auch schon zum letzten und mein absolutes Highlight, weil einfacher geht es tatsächlich nicht mehr. Wir haben hier ein hausgebackenes Steinofenbrot, 60% Dinkel und eine leicht gesalzene Butter der Dorfkäserei Geifertshofen und, ich mache es jetzt hier mit der Mühle, schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Ihr habt ja dieses Säckchen bekommen, das ist der Inhalt des Säckchen. Hier schön gleichmäßig dunkle Körner, gleichmäßig große Körner, keine Bruchware drin. Daran kann man zum Beispiel die Qualität auch erkennen. Warum dieses Gericht zum Abschluss? Die Butter und das Brot ist natürlich jetzt was auch neutralisiert. Ihr solltet dazwischen mal was trinken. Die Butter nimmt die Schärfe und der schwarze Pfeffer ist der intensivste im Aroma und in der Schärfe, den wir hier haben. Es gibt natürlich noch andere Sorten wie Langenpfeffer, Kubebenpfeffer, die nochmal andere Schärfen bringen und auch nochmal andere Geschmacksnuancen. Das sind jetzt eben die Sorten, die wir da haben. Und dieses Produkt oder dieses Gericht, ein Butterbrot mit gesalzener Butter und Pfeffer, ist so der Inbegriff von dem, wie ich mir Kochen vorstelle. Es hat genau drei Zutaten. Alle drei Zutaten sind in bester Qualität und am Ende des Tages wird es jedem zu 99% gut schmecken. Also wer kennt es nicht, ein gutes Butterbrot. Wir hatten ja auch ein schönes Event damals in der Dorfkäserei in Geifertshofen mit der Andrea, auch schon eine Weile her vor Corona, zum Tag des Butterbrots. Also das ist der perfekte Abschluss. Der Pfeffer obendrauf, ich mache das kurz mal mit, weil ich tatsächlich auch ein bisschen Hunger habe nach dem langen Tag heute. Eine Frage dazu, warum gesalzene Butter, ne? Ich kaufe... Ja, wir wollen... Ja, wo? Ja, Sie kaufen Süßrahmbutter. Kein Problem. Das ist mein persönliches Favorite. Und die gesalzene, also in Kombination mit der Butter, mit dem Brot und dem Pfeffer haben wir eben wieder verschiedene Geschmacksnuancen. Salzig, bitter,
ein bisschen scharf, sodass wir einen volleren Geschmack haben. Sie können natürlich Ihre Butter verwenden, das ist, steht Ihnen natürlich frei. Aber es ist interessant zu probieren mit gesalzener Butter. Sie können auch normale Butter nehmen und ein bisschen Meersalz draufstreuen, das hat den gleichen Effekt. Also hier, Butterbrot, frisch vermahlen, Sie machen es im Mörser. Und dann kann man relativ viel verwenden, weil die Butter wird jetzt dafür sorgen, dass nicht so viel Schärfe am Gaumen ankommt. Mhm. Da muss ich schmunzeln, weil das ist einfach, viel besser geht es tatsächlich nicht. Also wenn Sie jetzt ein gutes Brot dazu, daheim haben und eine schöne Butter und den Pfeffer, dann werden Sie wahrscheinlich jetzt noch ein Glas Wein trinken und dann selig ins Bett gehen. Ja. Also besser geht es für mich nicht. Die Schärfe ist jetzt ganz angenehm am Gaumen. Durch die Butter verteilt er sich wieder im gesamten Mundraum, am Gaumen, an der Zunge. Und Sie haben ein ganz angenehmes Gefühl. Durch das Salz werden natürlich die Geschmacksknospen nochmal zusätzlich stimuliert. Das Brot hat ein bisschen, vorher habe ich gesagt, Hohenloher Koriander und Kümmel. Das heißt, Sie haben wirklich tolle Aromen jetzt und langanhaltende Aromen am Gaumen und im Mund. Und wie gesagt, das ist für mich so der Inbegriff. Auch wenn es vielleicht nicht Kochen ist, aber zumindest von Genuss und Erlebnis und Freude am Essen. Der Butter, ja. Kann ich auch sagen. Kein Problem. Ich bin extrem neidisch, weil ich weiß, wie das alles schmeckt. Ich habe das also zum Glück. Ja, du kennst es ja. Du kennst ja, viele ich bin eine Privilegierte, weil ich das alles mal gekostet habe. Und jetzt, ich sitze in Spanien und ich kann das leider nicht mit essen, mit unserer Teilnehmerin heute. Also dann treffen wir uns das nächste Mal zu einem Pfefferkochkurs in Hohenlohe, in Wolpertshausen. Ja, sehr gerne. Das müssen wir auf jeden Fall organisieren. Vielen Dank. Das war großartig. Ich hoffe, dass alle, die Bäckchen nicht bekommen haben, das nachholen. Also auf jeden Fall nachholen, weil es ist ein Erlebnis, ein sehr also großartigen Geschmackerlebnis. Das wird alles aufgezeichnet, auf YouTube gestellt und ja, zwar nicht live, aber trotzdem für Sie alle zur Verfügung gestellt im Nachhinein. Ich bleibe nur gleich mich an alle unsere Gäste nochmal bedanken. Vielen Dank auch also jetzt für die Anleitung, Max. Weil ich gerade lese, das Brot ist auch zu bestellen über unseren Online-Shop www.shop.besch.de. Genau, kann man auch kaufen. Wir schicken es auch deutschlandweit. Auch die oder den Butter. Sehr gut. Vielen Dank. Jetzt kommen die Dankeschön in alle Dankeschön im Chat. Ich glaube, unsere Teilnehmende heute, unsere Zuhörer, hat es gut geschmeckt und gut gefallen. Vielen Dank, schönen Abend Ihnen. Und wir werden noch den Raum offen lassen, zur Verfügung für alle, die sich noch mit unserer Teilnehmenden oder unter sich noch austauschen möchten. Jetzt werden Sie gleich Kamera anmachen können und Ton anmachen können. Und der Raum bleibt hier in Zoom noch ein bisschen offen. Ich verabschiede mich auch von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen von YouTube und von Ihnen allen und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Veranstaltung von Slow Food Deutschland dabei waren. Hat es Ihnen gefallen? Dann besuchen Sie uns unter www.slowfood.de. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und einer weltweiten Bewegung, die sich für gute, saubere und faire Lebensmittel für alle Menschen einsetzt. Werden Sie Mitglied unseres Vereins und bleiben Sie über alle kommenden Slow Food Veranstaltungen informiert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
So. So, jetzt sind wir in der kleinen Runde zum Austausch, falls jemand noch mit unseren Gästen sich austauschen möchte. Diesen Teil wird nicht moderiert, aber ich bleibe noch, also ich kann natürlich das nutzen. Die Dolmetscherin ist weg, glaube ich. Aber ich glaube, wir können alle mit dem Englischen unterstützen. Wer hätte eine Frage für unsere Gäste? Oh, war ja. Ich bin ja eine von denen, die das Paket nicht bekommen hat und weine immer noch und hoffe, es kommt auch noch. Aber ich habe eine Frage an den Max Korschinski. Warum immer diese, ich bin ein großer Pfeffer-Fan, muss man dazu sagen. Und warum immer diese Kombination von Pfeffer und Süß? Warum so oft die Betonung darauf, ganz milder Pfeffer, also sozusagen das...